Namaste. Die sind sich schon schwer am Verwundern, was ich hier mache. Ich bin jetzt den vierten Tag. Ich glaube den vierten oder den fünften, ich weiß es nicht. Er ist der fünfte. Auf dem Weg zum Mount Everest. Heute sollte ich, wenn das Wetter mitspielt, was nicht so gut aussieht, den ersten Sichtkontakt mit Mount Everest haben. Ich glaube, ich bin jetzt hier 60 Kilometer oder 70 Kilometer zu Fuß gelaufen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es geht halt alles berghoch und bergrunter. Ich bin, glaube ich, momentan auf 3000 Meter Höhe. Habe mir radikal den Nacken verbrannt. Hier muss man sich richtig böse eincremen. Vor allem, wenn man einen roten Bart hat. Und heute ist Waschtag. Ich habe nur zwei Monturen, Klamotten dabei. Quasi eine, die ich trage und eine, die ich mitnehme. Weil jedes Gramm ist zu viel. Deswegen stehe ich hier gerade am Bergbach. Und habe hier angefangen, meine Klamotten mit Shampoo zu waschen. Was auch alles kein Problem ist. Auf jeden Fall werde ich jetzt nochmal komplett sauber machen. Dann mit der Kordel hier an das Teil vom Rucksack binden. Dann muss ich es nicht wieder in den Rucksack reinschmeißen. Dann können sie in Ruhe trocknen, während ich wandere. Und dann habe ich mal wieder nach zwei Tagen, werde ich mir heute Abend wieder den Luxus überhaupt hier gönnen. Nämlich eine heiße Dusche und danach frische Klamotten.